Hi Leute, heute bin ich mal mit Mirko zusammen an der Klosterruine Brunnenburg an der Lahn unterwegs. Haben wir uns mehr oder weniger spontan dazu entschieden, mal hier hinzufahren und uns dieses schöne Stück hier mal anzuschauen. Wenn ihr Lust habt, dann seid dabei. Ich bin letztes Jahr schon mal hier gewesen, aber der Mirko hat das Teil noch nicht gesehen und der kann hier bestimmt einiges an Fotos machen und ich mache hier noch dann ein schönes kleines Filmchen. Hier gibt es sogar eine Feuerstelle oder mehrere Feuerstellen. Schon ein schönes Plätzchen, wie ich finde. Es sind noch richtig mächtige Mauern hier und auch relativ hoch, wie ich finde. Und hier schön überwuchert, sieht auch toll aus. Das Interessante hier ist auch, dass es hier noch einige unterirdische Keller gibt. Hier kann man das zum Beispiel sehen. Oder zum Beispiel hier gibt es auch noch so einen etwas größeren Kellerraum. Betreten verboten. Ich werde auch nicht da reingehen. Das ist mir auch etwas zu riskant, also. Aber es geht schon etwas tiefer rein da unten. Muss man trotzdem nicht riskieren. Ja, und dann hier vor mir direkt gibt es auch noch einen sehr hübschen Aussichtsplatz. Ja, den hat der Mirko schon entdeckt gerade. Auch mit Feuerstelle, einer Bank zum Hinsetzen. Und einem schönen Blick auf die Lahn und das Lahntal. Und das Beste ist, es gibt hier noch einen Aussichtsplatz, der ist aber etwas versteckt. Da muss man so rund 100 Meter laufen. Geht so einen kleinen schmalen Pfad hier hinab. Und dann geht man durch so einen Bogen an Pflanzen. Ja. Und dann kann man noch mal einen schönen Blick auf die Lahn erhaschen. Wunderbar. Ja, und wie ihr seht, spielt das Wetter heute auch mal wieder mit. Das, eigentlich die ganzen letzten Tage schon. Das Wetter ist eigentlich seit einer Woche schon konstant traumhaft. Ja, das Kloster wurde wohl um das 12. Jahrhundert herum erbaut. Wer sich dafür interessiert, kann dann hier auf der Informationstafel nochmal alles nachlesen. Ja, das war unser kleines Video von der Klosterruine Brunnenburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!